Moin Moin, seid gegrüßt. Vielen Dank natürlich für den Support. Herzlich willkommen. Neue Folge hier vom Alice 22 Nordfriesische Marsch natürlich. Dicke Bohnenernte. Bohnendreschen. Das erste und einzige Feld. Also ist bisher echt Wahnsinn hier, das Feld. Wie viele Verwurstelungen, Verwinkelungen es hat. Bisher dreschen die ganz gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt beim Zurücksetzen die das erste Mal festhängen werden. Nutze ich mal kurz die Chance, um mal zu gucken, ob wir noch irgendwo einen sinnigen Abfahrer parat haben, der nicht arbeitet, so wie er zum Beispiel. Den brauchen wir jetzt dringend als Abfahrer auf 22. Das war schon der Richtige. Auch wieder der Richtige. So, Feld 22. Weil wir brauchen da drei Abfahrer. Zwei Drescher, dicke Bohnen. Und ja, ob ich auch ins Hof wieder reinpacken. Wenn wir nachher eine Kapazitätsproblem wieder kriegen, dann müssen wir noch irgendwie noch eine Erweiterung bauen beim Hofsilo. Hatten wir aber schon eine gebaut und wir hatten ja ganz gut Platz jetzt am Start. Wieso klappt das hier bei euch nicht so gut? Wo es geht, also die arbeiten noch. Dauert halt. So, hier sind die Karotten. Aha, das ist auch sehr ungünstig. Der von der Futterfabrik, der da gerade das erste Mal dicke Bohnen abgeliefert hat. Pressen machen wir danach. Ja, Holz mache ich jetzt nicht zwischendurch, ne? So, da kommen auch Bohnen. Wir können gleich mal gucken. Kapazität haben wir jetzt genutzt. Oh, es sind nur noch 200.000 Platz. Da muss ich auf jeden Fall nochmal so ein kleines daneben setzen. Das kostet aber auch ein bisschen Geld, ne? Ich hab's leider noch nicht in den Silo-Erweiterungen drin. Also noch nicht in meinen, ne? Also in den Fett-Mod-Silo-Erweiterungen. Jetzt hab ich hier so ein Dings getroffen. So, was hat man da genommen? Den, ne? Würde ich so einen noch genau nochmal davor platzieren. Dann ist das, glaube ich, auch ganz schön zusammengestellt. Taste V, damit es uns nicht irgendwie nervt. Winkel angleichen, genau an den anderen. Freies Drehen. Vielen, vielen Dank für den Sub. Moin, moin. Vielen Dank für den Support. Mario mit dem Sub. Vielen Dank, moin, moin. Vielen Dank für den Support. Für den neuen Support hier. Wichtiger Punkt immer natürlich für Twitch Partnerschaftslevel. So, 75.000, das können wir uns noch leisten. Das sind 600.000 Liter mehr. Das sollte eigentlich für die Ernte reichen. Das passt doch gut. Sieht auch schön aus jetzt. Das ist optisch schick. Na, jetzt haben wir hier 3 Millionen Kapazität. Also 800.000 gehen noch rein. Nützt ja nichts. Wir müssen noch ein bisschen upgraden, unser Silo. So, gut, dann gucken wir noch mal kurz. Die hängen bestimmt. Nee, sind echt rumgefahren. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Nur ist es halt das Mangel an Abfahren. Wenn es in Highway City wäre, würde er sagen, es mangelt an Abfahren. Mangel an Obst. So, gut. Ah, da will sie jetzt wieder Lücke frei dreschen. So, hallo zusammen, hier speak English. Ja, ich can't speak English, but it's a German stream, so I speak the most time German, but you can ask a question or something in English. No problem. Jonas, grüß dich, vielen Dank für ein Abo. Auf YouTube. Wanna play together? Oh no, that's a single let's play. We also have a multiplayer let's play. But we are speaking German. So it's a bit of, it's... Oh. But thanks for question. Speaking German.
Bohnen ist echt ertragreich, ne, pro Hektar. Jetzt haben wir sie alle wieder hier. Na gut. Jetzt haben wir auch eigentlich nur noch die LKWs, um so ein bisschen Sachen durch die Gegend zu fahren, ne? Okay. Ja, nee, danke. Bevor ich ein Kreuz wieder auf D setze, setze ich gar kein Kreuz. Du wolltest es theoretisch auch fast. Naja, es ist kein Kreuz wieder auf D. So. Hanf. Apfel. Mosterei Apfel. Gemüsefabrik Netzrolle. Netzrolle haben wir aber nicht so viel, ne? Also ich würde dann vielleicht 3 zur Gemüsefabrik fahren, 15.000. Das machen wir wieder mit dem rasenden Spritter. Wir werden jetzt mal sehen, dass wir von den 35 ein bisschen runterkommen, ne? Moin. Oh, hier muss man auch nochmal diesen Sprinter organisieren, den wir im Multiplayer haben. Nahrung für den Hühnerstall. Ja, ich muss brauche einen Logistikmanager, ne? Ich hätte jetzt eigentlich theoretisch von der Mosterei, weil wir ein bisschen fast in der Nähe waren, hätte ich eigentlich gut den Essig holen können. Den Essig gleich mitnehmen Richtung Ketchup. Mineralfutter brauchen wir. Stellen wir ja noch selber her, ne? Ich glaube, Klei und so hatten wir alles in die Futterfabrik gefahren. Zumindest die Mineralfutterschiene läuft schon. Das andere, da kommt man einfach nicht zu. Man kann auch, glaube ich, irgendwann im Single-Let's Play, wenn man nicht wirklich alles perfekt die ganze Zeit mit Auto 3 von Kursel beliefert, dann wird es halt irgendwann nichts mehr, ne? Ja, das dachte ich, dass wir hier weitermachen können, aber jetzt haben wir auf jeden Fall, müssen wir hier erstmal gucken, ja. Ja, lieber wegnehmen, weil sonst fahren wir platt. Gute Deutz. Hier wolltest du doch bestimmt hinfahren. Reicht gar nicht. Hilfe, ich hatte ihn noch fest, ne? Ich wollte ihn eigentlich loslassen. Ja, hier machen wir noch ein zweites Vorrennen, ne? Das sieht aber auch nicht gut aus, was hier veranstaltet. Nicht gesehen. Mal den üblichen Verdächtigen machen. Erstmal mit Flüssigkeiten. Das heißt, man kann bestimmt mal Rohöl holen. Rohöl holen. Hier ist auf jeden Fall die Ziegenmilch schon drin im Trailer. Ne? Das ist ja automatisch eigentlich. Sofern Schafsmilch funktioniert, wird auch Ziegenmilch in Zukunft funktionieren. So, Rohöl wollte ich holen. Das Ganze geht zur Raffinerie.
So, da hatten wir Leerpaletten. Aber wer erinnert sich denn noch, wer Leerpaletten haben wollte? Ich weiß noch, Zellstoff, ne? Diesel werden wir bestimmt auch verteilen müssen. Kommen bestimmt noch als Bedarf rein. Wollen wir uns auch keine Sorgen machen. Holz bringt uns jetzt nichts. Ich habe auch nicht so viele, oder? Warte mal, wie sind die denn aktuell definiert? 7, 8, 9, 5, 6. 5 ist die Flüssigkeit, 6 ist die Seemaschine. Wo ist denn unser kleiner Transporter, der kleine LKW? Das können wir auf der 6 machen. Da steht er, okay. Da relativ viel mit dem, glaube ich, machen. Das ist ja mal ganz, eine ganz gute Größe. So, dann sehen wir zu, ne, dass wir die Liste kürzer kriegen. Wir sollten schon als Ziel haben für heute Mittag noch, heute Nachmittag. Da weiß ich nicht, unter 10 weitere zu kommen. Was meint ihr, was realistisch? Tanken? Oh. Ich kann mir sogar vorstellen, dass beide Fischer da drinnen stehen mit Netzrolle. Ich denke aber auch, dass die Textilfabrik jetzt über Nacht eine solide Menge produziert hat für uns. So, dass wir gleich mal gucken, wie wir es aufteilen, ne? Oh nee. Kann jetzt nicht jede Minute da wieder irgendwie bei der Ernte helfen. Ich weiß jetzt nicht, warum da schon wieder so viel blockiert wird. Beide Drescher werden blockiert. Was stimmt mit den Abfahrern schon wieder nicht? Sonst starte ich gleich nur mit einem Abfahrer. Dann dauert es halt länger. Wir brauchen eh lange, um alles zu versorgen. Ja, das Foto muss ich erstmal wieder raussuchen. Das hätte ich aktuell nicht. Ich finde doch auf dem kleinen... Schreit der Tochter so rum. Nicht am Wein, sondern... nur rum. Das ist Fischer Nord. Ja, sehr gut. Gut, Äpfel. Ja, das ist eine ganz gute Menge Apfel. Das denke ich natürlich nur, ja, also jetzt 30.000. Ich hätte gedacht, ich muss noch tanken, aber machen wir bei nächster Gelegenheit. Na, jetzt kommt wahrscheinlich nämlich dann auch gleich noch wieder die Marmeladenfabrik rein und will auch wieder mehr Apfel haben. Ich weiß nicht, wie viel wir da reingebracht haben. Aber zur Not muss man halt das dann, das ist dann so. Das wird jetzt erstmal alles zu Saft. Dann haben wir mit 60.000 auch eine gute Menge erstmal wieder drin. Wir könnten noch einmal Kirschen mitnehmen für Kirschsaft. Haben wir sogar 48 hier. Das war ein bisschen drin, falls Hofladen und was auch immer noch mit reinkommt. Aber jetzt haben wir noch ein paar Kirschen übrig. Muss auch aufpassen, dass man nicht mit dem falschen Trigger hier fährt. Zack, sind die Paletten weg. Hier sollen sie hin. So, so wäre das 35 weitere. Auf jeden Fall schon mal 34 weitere. Kirschen haben wir hier wohl ziemlich voll gemacht, würde ich behaupten. Geht das rüber zur Marmelade. Ist aber auch gut gefüllt, ne? Ja. Ja, Bienenstockbooster, guck mal, da geht schon los, haben wir gar nicht. Mineraldünger bei den Birnen. Mineraldünger haben wir vielleicht in der zweiten Düngerproduktion schon. Mix 1 wird Mehl sein beim Bäcker, ne? Backmann Mix 1, Kuchen Mix 1. Das ist schon mal eine dicke Position.
Dann was haben wir denn hier an Essig mittlerweile am Start? Eine Palette. Es ist auch. Nee, eine Palette ist dann ein Sprintertransport, ne? So, dann schicken wir zur Mehlfabrik. Oder genau, sofern ich nicht gegen den Baum fahre. Mehlfabrik. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir die leider wieder Das ist ja, glaube ich, raus, ne? Ja, jetzt ist er leider raus. Lass sie doch mal in Ruhe. Ich weiß gar nicht, warum ihr immer so nah auffahren müsst. Verstehe ich nicht. Versprechen sich davon. Oder gleich schon wieder der Trottel. Alter, was willst du? War nicht der Drescher das Problem, er ist das Problem. So. Oh, gut. Ja, ach nee, warte, der steht noch auf erster. Den musst du noch gar nicht rausnehmen. Das wundert mich. Also die machen heute ja wieder alles richtig, ne? Unser Autodrive Cosplay-Abfahrer, wow. Nicht zu sagen, die machen nichts richtig. So. Dann wird gespeichert. Mahlzeit. Nämlich immer denkst, ja, auf der einen Seite wollen wir mit der Ernte weiterkommen, auf der anderen Seite die Produktion versorgen und alles irgendwie klappt dann immer nur zur Hälfte. Aber wir kriegen alles hin. Dauert halt nur ein bisschen länger. Mercedes. Was haben wir jetzt an der Zrolle? Nur 7700. Warum produziere zu wenig Netzrolle? Es dauert zu lange, dass man da wieder auf den grünen Zweig kommt, nachdem man die ganzen anderen Produktionen schon hat. Kann ich. Oder. Weiß ich nicht. Lass ich lieber diese eine Gemüsefabrik da oben drinnen stehen und kriege 5 weitere Booster da hier, 5 weitere raus, indem ich die beiden jetzt auf die beiden Fische aufteile. Und in 10 Stunden haben wir ja theoretisch wieder 5000 produziert. Das bringen wir dann halt dahin. Dann haben wir halt aber nur einen Punkt oben drinnen. Ich kriege mehr weitere angezeigt. Wir können die Produktion besser versorgen, als dass ich jetzt den einen nehme und die anderen 4 bleiben dann drinnen stehen. Wir gucken mal. Bienenstock haben wir nicht, haben wir schon gemacht von der Stunde. Da ist nichts zu holen. Wie gesagt, Brot ist ein Einzeltransport. Das hier Essig wäre ein Einzeltransport. Für Ketchup. Moin Moin, schönen Sonntag in die Wünschrunde. Moin Moin und schönen Sonntag in die Runde gewünscht von Martin. Danke gleichfalls.
Mit dem Fischfutter ist es genauso. Ne? Es dauert, bis man da erstmal wieder auf den grünen Zweig kommt, weil die Produktionen halt später dazugekommen sind. Gerne, gerne. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das reichte schon, um ihn rauszukriegen. Dann würde ich auch noch ein ganz bisschen mehr reingeben. Der Rest geht in den zweiten Fischer. Und dann ab zur Musterei. Und jetzt gibt es vielleicht noch den richtigen Musterei-Paletten. Haben wir gar nicht. Musterei Karotten, Leerpaletten, Obst, Zucker. Schweinefutter. Ach, oh, ich war da gefahren. Die waren gar nicht drin, oder was? Schade. So, gut, dann haben wir oben Flüssigkeit reingekriegt. Die 2-Megawatt-Anlage möchte Gülle haben. Wenn mich nicht alles enttäuscht, haben wir eine ganze Menge Gülle gerade ausgebracht. Mal schauen, ob wir noch was finden. Das war ja noch vor der Nacht, ne? Und wir haben hier unten bei der Düngerfabrik habe ich einen Flüssigkeitentransporter stehen. Dann können wir da auch gleich mal gucken, wie viel Dünger da drin ist, ob sich da ein Besuch lohnt. Die ist natürlich ziemlich nah am Silo, ne? Es kann sein, dass die beiden miteinander connected haben, aber ich weiß nicht genau. So. Mineraldünger 16.000 Liter. Ja, geht so. Gülle ist voll. Laden. BGA XL abladen, ne? BGA XL Gülle fertig. So, mehr brauchen wir da gar nicht machen. Wir den auch rausbekommen. Die 6 wartet auf Mehl. Oh, wie viel Klei ist denn hier noch? Warum habe ich hier so wenig Mehl? Netz, was? Echt? Ach nee, das war gerade, ich glaube, war zeitverzögert, ne? Ja, alles gut. So, guck mal, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Schwung wieder rausgekriegt. 27 weitere stehen jetzt dann noch. Ja, Diesel wie immer. Na, Mineraldünger an vielen Stationen. Hanf können wir noch nicht dreschen, das wird nix. Wind wird nix, Essig machen wir jetzt gleich. Sogar schon da, das ist echt schnell, ne? Die Zeit geht auch echt schnell. Man kennt es. Wer kennt es nicht? So, Haubensaft. Hatte ich da eigentlich schon mal was hingebracht? Ich habe den Fisch dann noch gar nicht platziert. In diesem Spielstand, ne?
Nein. Also was kann man im Zentrallager auch die Produkte auf verteilen stellen? Nee, ist ein Lager, aber im Silo kann man das nicht. Was will er denn schon wieder bei der Mosterei? Muss auch zum Ketchup. Ist geil, er muss ein bisschen besser aufpassen. Ketchup, Paletten abladen. Danke dir für die Info, der wäre sonst falsch gefallen, klar. So, ist schon wieder spät. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge mit weiteren Transportfahrten. Bis dann, vielen Dank und tschüss.